so. Es kommt gleich die Stelle. Hier, wo die Ausbuchtung ist. Oh, hier stand also ein Einfamilienhaus und dort stand eine Scheune. Und hinter dieser Scheune ist mein Onkel erschossen worden. Und man sieht deutlich noch hier die Reste der Trümmer von Haus und Scheune. Und daher weiß ich auch ganz genau, dass das die Stelle war. Und ich fahre jedes Jahr zu seinem Geburtstag hin, hierher, und stelle ihm Vorsitzchen hin. Ach, der war auch schon da. Der Stall alles war da. Was war da? Ein Stall. Ein Stall, also Vieh war da drin. Ja, meine Eltern hatten eine Kuh drin, ein Schwein. Am 27. März 1945 sind allein auf Kiez über 30.000 Schuss Artilleriemunition runtergegangen. Meine Mutter, die ist ja immer noch, die mussten alle nach Kiez rein. Hier in der Haredorn war eine Gaststätte mit Möglichkeiten. Die mussten sie alle hin. Und meine Mutter ist jeden Tag in Chausseegraben lang gegangen, hat hier drinnen noch genäht, hat das Vieh noch versorgt. Und die ist dann in einem Tag, ich weiß nicht welchen, hat sie was erzählt, da waren die Russen schon auf dem Friedhof Chausseegraben zurückgekrochen in Kiez rein. Ja, lange Zeit in der DDR war das ja tabu hier drüben alles für uns. Ja. Und an einem Tag des Weltfriedenstages war eine Delegation aus Kreis Selo hier eingeladen von der Stadt Küstrien. Und da war ich mit bei. Und von da an begann, am ersten Tag wusste ich überhaupt nicht, wo ich war. Und dann begann wieder allmählich die Erinnerung. Und da ich sehr, sehr viel hier in Küstrien bin, weiß ich jetzt wieder jede Ecke Bescheid. Aber hier bin ich doch jeden Tag zur Schule 4 Jahre lang gegangen. Das vergisst man denn nicht mehr, kommt alles wieder hoch. Aber fahren wir mal rechts runter. Ja, Synagoge. Ach, und die ist in der Kristallnacht abgebrannt worden. Die stand in dem Garten? Hier in dem, ungefähr diese Richtung, wo ich sehe. Ja. Die ist abgebrannt worden und mein Freund Erwin Stenzel, dessen Vater war bei der SA. Ja. Und der wusste schon, was in der Nacht hier in Küstrien passiert war. Und daher sind wir beide mal unseren Schulweg hier lang gegangen und haben die Synagoge noch brennen sehen. Nein. Der Sohn von Rechtsanwalt Dr. Neumann saß ursprünglich hinter mir in der Schule. Ja. Und an dem Morgen war er natürlich nicht mehr da. Und auf seinem Platz hat da eine Scheibe von ihrer Schaufensterscheibe hingelegt. Weder beliebt noch unbeliebt, er wurde eben geduldet in der Klasse. Ja. Er war ein bisschen zurückhaltend war er, so ein bisschen. Würde bald sagen, so ähnlich wie Muttersöhnchen. Ja. Und übrigens, da hinten steht noch meine Turnhalle. Manchmal waren wir in einzelnen Familien. Ich weiß noch, Heiligabend 45 hieß es, wir Deutschen können so wie Heiligabend mittags Feierabend machen. Haben wir uns natürlich gefreut, ist ja klar. Wir waren da circa so 5, 6 Mädchen, die so zur Arbeit zusammen waren. Und mittags nach Hause. Auf einmal war ja damals alles mit Karabiner, ohne ging es ja gar nicht. Kamen Soldaten mit Karabiner und hatten meine Schwester und mich aus der Truppe so rausgeholt. Dann haben wir auch gedacht, was nun, wohin? Ja, wir konnten nicht Deutsch, nee, Polnisch, die nicht Deutsch, das ging ja alles nicht so. Und dann wohnen wir beide, meine Schwester in ein Einzelfamilienhaus und ich in eine Familie rein, in eine polnische Familie. Und da musste ich dann eben der Frau helfen bei den Vorbereitungen zu Weihnachten. Da habe ich das erste Mal in eine polnische Familie einrichten können. Naja, und meine Eltern wussten ja nicht, wo verblieben war. Wir sind ja von der Arbeit weggeholt worden, nicht? Keiner wusste, wo wir waren. Na und zum Abend hin durfte ich dann nach Hause und kam wie ein Weihnachtsmann nach Hause. Eine kleine Flasche Wodka, ein Brot, eine Schüssel Salat, ich weiß nicht was noch. Das kriegte ich dann als Weihnachtsgeschenk so mit nach Hause.
Na, und bei der Familie bin ich dann auch eine ganze Weile so eingeteilt worden zur Arbeit. Sie war eine Polin, die damals als Mädchen nach Deutschland verschleppt wurde und hatte natürlich auf die Deutschen nicht gerade die beste Einstellung, verständlich. Aber zu mir war sie gut. Zu mir war sie wirklich gut, kann ich nicht sagen. Ich hatte da mein Essen, nicht? Und naja, und musste mich eben fühlen, was sie wollte oder hatte, habe ich gemacht. Sie wusste das ja in Deutschland sicherlich auch. Nicht? Also das war, da hatte ich eine schöne Episode, war ja im Winter, 45 Winter. Und der Mann war auf dem Magistrat beschäftigt, als erster Sekretär. Und ich musste ihm jeden Tag das Frühstück zum Magistrat bringen. Und da es ja kalt war, und wir Deutschen durch die Flucht und alles ja nicht viel anzuziehen hatte, hatte ich so einen leichten Mantel. Und sie gab mir dann immer so eine Stola, so eine große weiße Stola mit. Und damit ich eben ein bisschen Wärme hatte. Und ich habe mich aber geschämt, wenn ich jetzt reinkam in Mischkowice, wir waren so ein bisschen auswärts, reinkam. Und da habe ich gedacht, wenn mich die Deutschen jetzt sehen mit der polnischen Stola so um, dann sahen sie nachher, naja. Und habe die Stola immer in die Tasche gepackt, wenn ich zu ihm kam, und habe ihm das Frühstück aus der Tasche genommen, sodass er nicht sah, dass ich die Stola da drin habe. Und eines Tages muss sie ihm aber gesagt haben, dass sie mir die Stola immer gibt. Und ich kam hin zum Magistrat und gebe ihm das Frühstück, will ich rausgeben. Und da hat er gesagt, ich möchte ihm die Tasche bitte geben. Und da hat er gesehen, dass ich die Stola immer in der Tasche drin habe. Aber er hat nichts gesagt. Er war eigentlich ein lieber Mensch, ja. Und so hatte man ein bisschen Kontakt. Ich hatte dann auch eine polnische Freundin. Ich hatte auch einen polnischen Freund. Ja, also wir sind dann mittlerweile so, es waren ja nicht, bei uns gibt es doch schlechte Menschen, nicht? Also davon abgesehen. Aber natürlich war Krieg gerade zu Ende und sie hatten auf die Deutschen nicht gerade die beste Einstellung. War ja normal. Und Irga hat uns eingeladen zur Hochzeit. Da sind wir, und ich hatte so mit dem Blinddarm, mir ging es so schlecht. Und wir sollten nun zur Hochzeit kommen. Und ich wollte ja auch gerne, ich denke, Irga hat uns eingeladen, da müssen wir hin. Dann bin ich hier zur Gemeindeschwester gegangen und habe gesagt, kannst du mir nicht irgendwas für meinen Magen geben? Mir ist sowas von schlecht und wir wollen zur Hochzeit fahren. Nun sind wir schnell noch gefahren. Den letzten Tag haben wir Geschenke gekauft für die Hochzeit, sind in Frankfurt über die Grenze gefahren, sind zur Hochzeit, und die waren schon alle auf dem Standesamt, aber sie haben zu Hause in der Wohnung jemanden zurückgelassen, der uns in Empfang nehmen musste und dann beide schnell zum Standesamt brachte. Na, dann war die Trauung im Standesamt. Und dann ging es vom Standesamt in eine Gaststätte zum Feiern. Wir waren 140 Personen. Wenn ich mich umgedreht habe an dem Zug da, habe ich gedacht, ich mache einen 1. Mai-Umzug hier. Ja, so viele Personen. Wir waren beide die einzigen Deutschen. Aber ich muss sagen, die Hochzeit verlief wunderbar. Es war keiner besoffen. Und man hat uns als Deutsche akzeptiert. Also Irka hat sich eigentlich, und ihr Mann und die Kinder haben sich sehr um uns gekümmert und bemüht, so dass wir immer, ja, also war eine schöne Hochzeit, aber mir ging es ja schlecht. Ich konnte ja nichts essen, nichts trinken, nichts, gar nichts. Und den nächsten Tag sind sie noch, wer hat denn für uns die Sahne und alles herangeholt? Jedenfalls haben wir den nächsten Tag noch allerhand Geschenke mitgebracht, bald mehr als wir hingebracht haben, möchte ich sagen. Und wir sind dann in Frankfurt über die Grenze gekommen. Da war ich ja besoffen, nicht?
klar. Und dann zum Abschied ging es dann noch den nächsten Morgen nach der Hochzeit, haben sich wieder alle, wir haben draußen im Auto geschlafen. Da haben morgens haben die Jense alle das Autofenster geknopft, aber es wach gemacht. Und dann ging es wieder, trafen sich alle nach und nach in der Wohnung und dann ging der Umtrunk los. Und ich habe gedacht, wir fahren ja heute nach Hause. Mir kann ja nichts mehr passieren. Ob mir nun schlecht war vom Schnaps oder schlecht von meinem Bauch, war mir egal. Und da hatte ich ja ganz schön, also ich bin in Frankfurt über die Grenze gekommen, besoffen. Also ich habe gesagt, fahren Sie mal in Polen zur Hochzeit. Ach Gott, nein. Also es war schön. Wir haben den nächsten Tag, als wir alle zusammen, es ging in Englisch, es ging in Polnisch, es ging in Deutsch. Also wir haben alles durcheinander gesprochen. Und mit dem Schnaps ging es alles reibungslos, ohne Hemmung. Ja. Welches Jahr war das? Na, das war, wann war die Hochzeit? Es war ja noch DDR. Das weiß ich auch nicht mehr. Jedenfalls wussten die schon immer, wenn wir kamen, ach, da wohnte ja Irka noch da in dem alten Haus. Mit den Schwiegereltern in einem Haus, alles. Ja. Wenn wir dann kamen, dann haben die Kinder schon immer gerufen, Margot, da kommt, ja. Wir waren da richtig schon so, weil wir durch die Jahre nur da schon nach 45 so zusammen nicht. Ihre Eltern wohnten zwei Häuser weiter als wir. Und da wurde ich schon oft zum Essen eingeladen. Und dadurch war diese Verbindung schon ein bisschen vorhanden. Nicht? Also.